Mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie beschäftige ich mich mit der Aufbereitung des Lernstoffs in Frage- und Antwortform, was logischerweise sehr wichtig ist, denn in der Prüfung werden Fragen gestellt oder Handlungsaufforderungen gestellt. Von daher ist es wichtig, sich mit dieser Art der Aufbereitung zu beschäftigen. Informationen dazu finden Sie unter www.spaßlerndenk-shop.de. Hier kommt die Frage. Die Frage ist: Erklären Sie die Unterschiede zwischen Kartell, Konzern und Trust. Und hier kommt die Antwort. Ein Kartell ist eine Absprache mit dem Zweck, den Wettbewerb zu beschränken. Zum Beispiel ein Preiskartell bedeutet, dass mehrere Unternehmen, die am Markt als Wettbewerber auftreten, sich über Preise abstimmen. Zum Beispiel ich erhöhe heute, du erhöhst nächste Woche. Oder ein Gebietskartell. Ich gehe nach Hamburg, du gehst nach München. Ich mache dir keine Konkurrenz in München, du machst mir keine Konkurrenz in Hamburg. Ein Gebietskartell. Solche Absprachen sind grundsätzlich verboten. Ein Kartell ist also eine Absprache, um den Wettbewerb zu beschränken. Ein Konzern ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, meistens unter einem Dach. Man spricht hier von einer Konzernmutter und verschiedenen Konzerntöchtern. Und alle Töchter geben ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit auf, behalten aber ihre rechtliche Selbstständigkeit, sind also meistens GmbHs, behalten ihre rechtliche Selbstständigkeit, geben aber ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit auf. Und ein Trust ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die ihre wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit aufgeben. Schauen Sie für weitere Informationen unbedingt unter www.spaßlerndenk-shop.de. Sie können Ihr Lernen sehr viel effizienter und effektiver gestalten, wenn Sie die Hilfen nutzen, die es dort gibt. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.